Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir machen Minecraft Freizeitpark mit Hase, Hi. Cyber, Und doch. Coke. Miau. Ja. Wann war? Metal Leute. Und Nana. Grüße vom Champion. Also Fein. Fischkopf und Drachenlord Fanboy. Also, was will man erwarten? Hi. So, ja, hier auf der wunderschönen Fläche hinter uns, die man auch auf der Minimap sieht, wollen wir einen riesigen Freizeitpark aufbauen. Mit einem ganz tollen Thema, nämlich Filme und Serien. Yippie. Ich hab den Arsch von Nana im Bild. Wollen wir vielleicht sagen, in welche Richtungen Serien wir gehen? Alles. Ja, wann war das? Das ist ein Arschmageddon, ne? Wenn du den Arsch von Nana. Bei mir erkennen wir schon sehr schön, in was für eine Richtung ich so ein bisschen gehen werde. Gut, Drach. Nein. Was? Nein, was? Hier unten sind noch zwei. No. Ich würde sagen. Auf uns einmal, jetzt stelle ich hier mehr drauf. What the fuck? Yeah. Lebe ich gerade richtig? Oh ne, ich wollte gerade sagen, ich habe mich verlesen. Ach, lass die Kinder spielen. Jojo, lassen wir. Ich würde sagen, jeder. Ich erstmal hoch wie eine Drohne. Lass doch den einen. Machst du das Tor weg, also ist es mir egal, Coke. Hast du Ready ach, Cyber ist gemein. Bitte? Cyber ist gemein. Mach du das Tor? Ja, Cyber. Oh, danke, geil, XP. Level up. Oh, Leute. Lasst Kommentare ich, da, was wir bauen sollen. Danke. Oh Gott. Nein. Es kann ja jeder mal sagen, was er jetzt anfängt. Ich baue die Main Hub. So den Haupteingang. Du baust das Disneyland-Schloss, meinst du? Nein. Vorne Wanderstatue, die man in den Arsch kriechen muss, wenn man rein will. Alter, das finde ich geil. Coke und ich verspieseln uns mal ins Dorf und bauen dort schon mal unsere Achterbahn, würde ich sagen. Mhm. Und der Hase? Achterbahn? Nee, ist das doch eher was anderes. Was ist mit dem Dorfbewohner da los? Morden, fertig, Ende. Der. What the fuck? Die machen gerade Breakdance, aber verpasst. Alles klar. Hör auf! Hör auf! Nein, ich will nicht mit euch handeln. Nein. Also, der Hase geht wieder mal unter die Erde. Mhm. Fleißig und Buddel. Wie immer macht, wenn er Minecraft spielt. Hase ja, macht ich, den. Was Hasen macht halt so machen? Ich schäme mich für euch. Ich muss einfach unter die Erde. Ah ja. Wow. Und was macht Wanwa hier? Ich baue eine Strandpro, also so eine Promenade. Oh. Da fackelt dir den Wald ab. Ja, ich muss Platz schaffen. Ah, alles klar. Weißt du, ich radikal. Grad nichts Böses. Guck nach links, Wald aber fackelt. Ja, ich mach so halt, also ich lerne das halt ökologische Abholzung aus dem Urwald. Ich kann dir nur sagen, wie du schnell bauen kannst. Ja, bitte das Wort kenne ich selber, aber ich meine das zum Abbauen. TNT. So. So, und nein. Ich erzähle jetzt nochmal, was ich hier baue. Ich baue nämlich in diesem Wald einen Wunderwald von Alice im Wunderland. Nein! Doch! Doch! Oh! So, Nana, wie fangen wir an? Alter, die Kühe brennen! Wollen wir erstmal vielleicht in einen anderen Channel? Geil! Klingt gut. Magst du uns nicht mehr? Doch, aber ich dachte, wir gehen in einen anderen Channel. User left your channel. Geheimpunkt, weg. User was moved out of your channel. Geheimniskrämer. Die ist noch aus, ist Winterwete. So, erstmal wird hier geterraformt. Das mache ich auch gerade, das ist so unspannend bei mir. Also bei mir ist es spannend, ich will immer wieder mit der Kiste in Fremden die Glowstone hinschmeißen. Weil ich will die Strandpromenade halt auf Höhe des Strandes haben. Ich hab da so an. Es gibt wirklich nichts, was man schneller abbauen kann. TNT. Nein, ich will eine ebene Fläche haben, Klappspaß. Ja, das machst du dann mit dem Builder's Wand. So arbeite ich hier auch gerade. Ja, abbauen. Ich will aber nicht sprengen. Ich hab keinen Bock auf TNT. Versteh ich nicht. Kann man denn auf sowas Destruktives keinen Lust haben? Weil ich eine gerade Fläche haben will, deswegen. Wenn ich was sprengen will, spiel ich PUBG und werf Leuten Granaten an. Oh, der See muss weg.
Das ist natürlich blöd. Nein, der See muss weg. Nicht der See, der andere See. Tümpel da. Ja, Tümpel ist eher der passendere Begriff, da hast recht. Cyber? Was denn? Wie sieht's hier an der Ecke aus? Wie weit geht das Schloss? Hast du Ich mach Hasetun. Hase, du hast Eis zu hoch gegraben. Was? Du hast Eis zu hoch gegraben. Nein, hab ich nicht. Doch. Wieso? Und wenn du eine Treppe hoch zum Schloss musst? Ding jetzt rein, und ich mach ihn auch. Danke, ich eins runter. Mein Gott. Ne, weil ich wollte hier eine Brücke anfangen. Obwohl, die können wir ja später machen. Ich mach erstmal. Ja. Du kannst mir auch gerne den Rücken. Ich hatte da auch so eine Idee, dass man halt von dieser Hauptinsel halt nach Norden, Westen und Osten jeweils eine Brücke baut. Ja, ist das vor. Ja, perfekt. Du kannst Gedanken lesen, Cyber. Nein, weißt ich habe nur intelligentes Gedanken. Ich habe nur ein Hirn und ich weiß, wie man denkt. Ja, deswegen kannst du ja Gedanken von mir lesen. Gehirn. Große Töne eines Österreichers. Dachte der Schweizer unter der Erde. Natürlich. Wie gesagt, ich schäme mich für euch. Ach, wieso, Hase? Du hast doch gestern Geburtstag gehabt. Grob ja, gestern. Jawoll! Wir haben Schwämme. Toll, ich sollte mal das Fenster zu machen, fucking Idiot. Das ist jetzt geil. Was denn? Ja, wir haben Schwämme. Oh, wow. Minecraft-Update, keine Ahnung, vor 2000 Jahren. Ja, aber die funktionieren ja nicht mehr. Ich rede von den Open-Block-Schwämmen, die funktionieren. Was machen die denn außer... Wasser weg. Ah, oh, wow, spannend. Wow. Ja, aber wenn ich so einen kompletten See habe, den ich austrocknen muss, dann ist es sehr schnell. Oh, das Wasser muss weg, ich fühle mich wie Nestle in Bolivien. Du bist niemals so reich. Ja, es stimmt. Jetzt so traurige Musik einblenden. Danke. RIP, dann was träume. So, das sieht doch schon perfekt aus. So ist der Park fertig. Die Stapel, die sie gelebt haben, unerfüllt. Nein, hier muss noch mehr TNT hin. Das geht so ja noch nicht. Also, es macht mir Angst, wenn man was sagt, da muss mehr TNT hin, ne? Ich dachte ja Angst, der Sache. Weil das klingt da so, ich spreng gleich dich auch weg. Ja, solange keine Nukes auspackt, ist eigentlich alles los. Ja, mit den Nukes hätte ich ja noch schneller terraformen können. Wenn du einen Nuke da hinstellst, Papa, bring ich dein komplettes Ding da drin. Und mein Was dann fällt ja nicht mal auf. Die ist vielleicht sogar richtig. Also vielleicht. Und ich packe dein Haus und schieße auf den Asiaten. Du schießt auf seinen Asiaten? Ich schieb's auf den Asiaten. Achso. Ja, immer auf die Karten, sehr klar, alles klar. Ich kann drauf schießen auch, ja. Ups. Perfekt. Ja, meine Zuschauer werden sich gerade alle denken, Alter, das ist spannend. Bei mir auch extrem. Ja, ne, Hase und ich haben so quasi... Ey, könnten Hase und ich unsere Bilder einfach nebeneinander setzen, es würde kein Unterschied auffallen. Ja. Man cheatet sich erstmal jedes Item. Wann war, musst du selber craften. Ja. Genau, wir wollen hier doch craften? Gar nicht. Wir wollen hier doch nicht creative. Ich sag mal, gucken soll, wann wir die OP wegnehmen. Kann sich nicht mehr Game Mode setzen. Ah, nee, ich will ja die Stufe Promenade aussteigen. Hm, ich hadere gerade. Weißt du, geil findest? Alle bauen irgendwas für den Freitag. Was sagt Wanda? Ein Platz, wo man sich besaufen kann. Hä? Was? Stadtpromenade. Kann man besaufen. Jetzt sind nur eins, wenn ich. Du kennst die Strandpromenaden. Da wachst du auf, weil du zu viel gesoffen hast. Gut. Also, gute Erfahrung in Österreich. Cyber, du weißt schon, dass ich am Anfang noch einen Eingang brauche. Brauchst du noch einen Eingang? Hier vorne ist mein Eingang, ne? Warte mal, wo? Ja, das passt schon. Da vorne kannst du dann gerne hinmachen. Das ist schon recht, weil ja auf der Ebene halt ist schon, ne? Mhm. Weiter als das grabe ich nicht runter. So, das Level, was wir jetzt haben, das ist das Level, was ich lasse. Weil ich mache dann hier noch einen Weg rüber und so. Weil ich kann ja deinen da dann direkt da kannst du dann so ein Tor hinmachen, wo du reingehst bei dir. Thank you.
Ich glaube gerade, was für eine Serie ist dein Labyrinth eigentlich dann angelehnt, Hase? Mein Labyrinth ist an was angelehnt. Ich weiß doch das Thema noch nicht. Wird erst später entschieden. Irgendwas mit Horror oder so. Aha. Kleine Nanas verstecken oder so. Oh Gott. Oh, geil. Ja, Horror. Ja. Gibt's nicht aus dem Film hier Panzerschlappe oder so? Du stellst roten Äste rein, zu denen man nicht rankommt. Was gibt es mal? Pan's Labyrinth, war das nicht auch noch ein Horrorfilm? Kann gut möglich sein. Ich weiß nur, dass Bescheinigen, dass es ein Labor ein Ding gibt. Ja, aber der Scheinigen ist auch. Überleg echt, also bei Pan's Labyrinth, ich glaube, das ist so ein Film, wo ich als erstes gedacht habe, okay, das ist ein Kinderfilm. Ja. Bis ich dann gesehen habe, dass die Uncut-Version von dem Film doch ein bisschen sehr hart ist. Und gedacht habe, also okay. Also ein bisschen untertrieben, weißt du nicht? Minimal. Das ist quasi, wenn du einfach so ein Terror-Miliz-Video nimmst, wo sie in den Köpfen sagen, ja, das kann man doch für Kinder nehmen. Mhm. FSK 6 und so. Ja, ich war auch ein bisschen, also wenn du mit der falschen Herangehensweise an diesen Film rangehst, dann wunderst du dich doch ein bisschen. Ja. Das ist quasi, wenn du Animes guckst und ein Kollege empfiehlt dir School Days. Das ist genau dasselbe. 90% ja, Anime. 90% dessen Anime ist so ein Romance-Scheiß. Letzte Folge, Protagonist wird abgestochen. Ja. Ist doch gut, oder? Ja, keine Ahnung, ist halt voll abgefuckt. Auf einmal kommt die Olle rein, mit der er datet und sticht ihn nieder. Ich hab gehört, das macht man so. Ja, also, das ist doch so. Hab ich mit meinem letzten Date auch gemacht, ja, also. Du hast das dir danach halt aufgegessen, dass keine Spuren bleiben. Natürlich. Warum? So gehört sich das halt. Na, wo? Ich habe mir letztens wieder meine alten Videos angeguckt, ne? Weißt du, bei welchem Video ich wieder einen Lachflash hatte? Na? Armer. Ja. Man sollte halt nicht nach 3 Uhr nachts aufnehmen. Ne, die Regel ist. Man weiß, woher die Regel kommt. Also wir wissen es jedenfalls. Mhm. Ich habe das letzte Mal, ich konnte nicht aufhören zu lachen. Ich glaube, das mit Abstand ist der witzigsten Videos, die ich auf dem ganzen Kanal habe. Mit Abstand. Das wäre ja, doch was heißen. Was für Linkping, ne? Der Linkping habe ich nicht auf dem Kanal. Hast du nicht? Schade. Nee, die Folge war bei mir am Arsch. Das ist okay. Bitter. Gucke ich meistens bei Reaper. Ach, du guckst mal nicht mal bei mir, alles klar. Ja, ich finde die Folge doch bei merken. Dir nicht. Muss ich mir merken, alles klar. Du kannst mir doch einfach den Link schicken und gucken sie bei muss dir ich, an. Aber muss ich mir merken. Nee. Ich finde bei Reaper finde ich das schon, weil das heißt einfach Link Ping ist da. Aber bei dir finde ich das nicht. Ja, alles klar, schon okay. Schon ich fühle mich verloren zwischen diesen sehr viel Dota und CSGO. Schon okay. Muss ich gar nicht rausnehmen, ist alles okay. Jetzt hat er ein schlechtes Gewissen. Oh, ich geh nicht mehr hin. Nein. Okay. Oh, ja, okay. Was ist da mit Olaf, Wander? Hä? Alter, die Folge kam gestern online, wo wir ich Olaf bekommen haben. Wirklich? Ja. Habt ihr einen Schneemann gebaut? Was? Nee. Nein, du warst da doch bei, Navo. Warst du sogar dabei bei der TTT-Runde, wo wir mit Olaf angefangen haben? Wo wir das Kind bekommen haben. Okay, hallo, ich bin Alzheimer. Was seid ihr? Ich bin's, das Alzheimer. Ja. Cyber, möchtest du Nanadis haben? Was? Du möchtest du Nanadis haben? Du wirst dich nicht aufhängen, du bist zu fett dazu. Der war nicht witzig. Boy, Zelda's geleitet quickly. Ach, das ist doch ein Kacke so. Ist das tief genug? Ja, gerade, ich habe noch viel zu viel Arbeit von mir. TNT! Also, ja. Ich habe mich gerade auf Höhe 38 runtergegraben und frage mich, ob das tief genug ist. Geht das noch tiefer? Ich glaube, das reicht. Irgendwie muss man ja auch wieder hochkommen. Nee. Du bleibst doch gerne unter der Erde, oder? Immer. Warte auf den Hasen. Ja, ich bin immer gern tief mittendrin.
Ich war gerade der Hase, kam da gerade wieder rauf. Ich glaube, ich werde Hases Gang gleich irgendwie voll zersprengt. Ist da. Der Hase, gleich kommt eine Sprengung, ne? Schön für dich. Ja, ich sag's dir. Also, wenn ich jede meiner Sprengungen vorankündigen müsste, dann. Wer aber. Ralf Zacher hier. TNT ist voll die gute Idee gerade. Es ist halt einfach, weil wir diesen Creative Stuff haben, du kannst halt diese Reparaturen so schnell machen. Es geht halt wie so ein Trabi reparieren. Trabi reparieren? Erstmal machst du alles kaputt und dann. Warte mal, du reparierst einen Trabi. Hilfst du nicht einfach in Altplastik und wieder? Das ist auch eine Trabi Möglichkeit, geht, aber. Trabi geht nicht kaputt, aber okay. Der Trabi bricht dir vorher auseinander, weil er hat Plastik. Alter, wir hatten mal ein Trabi als Bar. Mein Onkel hat einen Fahrbahn-Trabi, der fährt noch und ist voll Trabi und so. Okay, das ist geil. Ist halt voll aus Plastik und so. Ich denke da immer so. Ja, yeah, ja. Yeah. Warum? Jetzt musst du die alten Deutschen fragen. Ups. Hey, alte Deutsche! Warum ist das Plastik? Ich sehe da links und sehe schon eine riesen Thales, ne? Thales ist ein Zug. Tardis, du Klappspaten. Doctor Who and shit, du. Brainstormer, du. Ich höre einfach nur die Sprengung die ganze Zeit. Das freut ja. mich. War ich nicht. Bin ich? Wahrscheinlich, er hört meine Sprengung. Nein, meine. Meine ist viel schöner als deine. Nein, ich spreng hier direkt den Band, was sogar Sachen wegführt gerade. Das reicht mir nicht. Ich spreng den Untergrund. Ich finde, wir machen einfach die Wettbewerbe. Wer macht die größere Sprengung oder so? Ich stelle den Nuke auf. Okay. Ich stelle 8 Nukes auf, noch bis zum Erdkern. Das ist nicht schlecht. Hartes Gedanken gerade. Ja. Leck besser nicht. Okay, ich hätte gedacht, TNT hat mehr Sprengreichweite. Mhm. Dachte ich auch. Ich habe auch schon überlegt, ob es irgendwas hier gibt, womit man besser sprengen kann. Nimm doch die Nutzung. Das auch genug wäre, wenn der Bildersrock genau das Gegenteil auch benutzen könnte. Das wäre halt richtig geil. Oder wenn wir, wie heißt das nochmal, World Edit oder so hätten. Danke, Toggle Downfall. Ich war halt direkt gerade im Menü. Ja, gut, danke. Alter, was ist das denn? Alter, ich hab den besten Block gefunden, den es gibt im ganzen Spiel. Apo Red Block. Digga, willst du mich ficken? Nein, hier. Guck dir das an. What the go, wow, Regenbogen. Alter. Es gibt einen Regenbogen. Alter, oh, ja. Geil. Na, zu uns. Alter, also. Bin auf dem Weg. Also jetzt bin ich aber. Ich teleportiert, das weißt du, ne? Nein, ich muss fliegen. Ich werd so eine futuristische Eingangshalle nur mit diesen Blöcken machen. Regenbogen. Alter. Das hat Stil. Das hat wirklich Stil. Alter, geil. Kommt gleich das Kotzen. Ja, so muss ihm alles kaputt machen. Kann ich durchaus gebrauchen. Also ich weiß, dass ich das nutzen werde. Ich, ich würde das auch gerne nutzen. Setz es mir hier hin. Für den Sturz, den Alice am Anfang hat. Hier dieses. Alter, da habe ich eine gute Idee. Alter, so, Alter. Ich fall jetzt noch, dass das gar nicht reinpassen sollte. Punkt. Was hast du für eine Idee, Wanda? Ich mache eine Free... schlechte, wenn es Wanda ist. Doch, ein Freefall Tower, wo diese Dinger eingebaut werden. Das hat Stil, ja. Ich muss noch überlegen, wie ich den Freefall Tower mache, aber das ist eine leichtere Aufgabe. Also ich habe schon so ein bisschen dieses durch den Wald laufen. Und jetzt bin ich gerade bei. Da muss ich am wenigsten terraformen, fällt mir gerade auf. Ich muss dafür unter der Erde gerade voll was machen, um
halt diesen Sturz darzustellen, den Alice durch das Hasenloch da hat. Ich wollte noch fragen, wie passt sie da rein? Es ist halt ein großes Loch. Ich glaube, Alice hat ein ziemlich großes Loch, ja. Ich weiß ja nicht, an was du für Filme denkst. Ich rede von einem Alice-Film für Kinder. Also ich rede von dem, wo sie, Alter, ich finde, nächstes aufbringen. Projekt geht dann über Pornofilme, oder? Der Park. Alles klar. Wir haben jetzt Filme und Serien. Ich weiß ja nicht, was man da macht. Und dann kommt einfach die Wrong Hole Coaster oder was? Alter. Da kommt eine schwarze Achterbahn, der ist einfach Big Black Cock oder wie? Also, tschüss. Also, werbefreundlich ist das Video ja eh schon nicht bei mir, aber. Ich weiß, hier ist einfach alles nicht werbefreundlich. Bei mir ist es immer noch alles werbefreundlich. Das hat aber echt viele erwischt, muss man ja sagen. Ja, das denke ich, aber. Wer hat denn die Hühner gespawnt? Die haben bei. Fuck! Trilux zum Beispiel, warum? Haben sie das sogar gesperrt, wo er angekündigt hat, wo sie auf der Gamescom rumlaufen. Ja, das ist. Haben sie gesperrt. Das ist halt so ein bisschen, muss man manchmal nicht verstehen, was sie da sperren. Wieso? Jetzt sprengen wir das Zeug weg, komm. Das dauert noch ewig, bis ich alles gesprengt habe. Ups, das war ein bisschen zu viel Sprengung. Hase zündet erstmal die halbe fucking Farm hier an, die er aufgestellt hat. Es gibt keine zu vielen Sprengungen. Na, in diesem Fall würde ich irgendwie doch sagen. Ich habe meine Schienen, die ich gebaut habe, wieder weggemacht. Das war ein bisschen Quatsch. Ja gut, das ist tatsächlich eher blöd. Ist ja schnell repariert. Ich überlege gerade noch, welchen Film ich überhaupt mit dieser Strandpromenade darstelle. Baywatch. Geile also, Idee. Das, ja, nein, also nee, das ist eine andere Art Strandpromenade. Schade. Wieso? Warum keine Zeitlupen, Babes? Haben wir die Girlfriend-Mod eigentlich drauf? Das ja, aber du bist die einzige Frau gerade anwesend, du weißt, was ich meine, oder? Ja, aber ich habe keinen roten Badeanzug an. Das wird sich jetzt an. Komm zur Gamescom enden. Der Hase sagt schon, was richtig ist. Nein. doch. Nein. Doch. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, das geht ehrlich gesagt schneller als zu sprengen. Was natürlich auch geht, wenn du dir bei so einem Abbau-Makro machst. Wo du, wenn du schnell die Maustaste klickst, baust du ja schneller ab. Hm. Und wenn du das eh automatisch. Ich hab das irgendwie bei mir, aber ich nutze es nicht, weil. Brauchst gerade nicht. Was ist das denn? Ein Bär! Ja, eine Tower Hase gerade gespawnt. Das ist ein Grizzly. Ja, ein Hase gerade gespawnt. Hat auch 20.000 Hühner und. Ei, bin ich dumm. Ich wollte ja, TNT war. Unter Wasser anzünden. Ja, genau. Ach Gott, wann war. Es gibt Underwater TNT, aber das haben wir leider nicht, die Mod. Zu meine TNT-Mod haben wir nämlich nicht. So. Die Erde darf bleiben. Die Uferpromenade ist da. Welcher Film eignet sich denn jetzt dafür? Baywatch. Das ist aus Stein. Stonewatch. Filme mit einer Strandpromenade. Alter, mir fällt gerade. Das ist Eis am Stiel in fünf Filmen. Also du kennst Eis am Stiel nicht, Navo? Es geht Richtung Schulmädchen-Report. Also, für mich hört sich das auch nach einem Erwachsenenfilm. Nein, das ist Alter, Eis am Stiel kennt man doch eigentlich. Mit Zachi, der bei Pummelbergwasser dabei ist. Du darfst nicht vergessen, wir reden hier von Navo, nicht von einem Mann. Ja, aber trotzdem, Eis am Stiel kennt jeder. Ja, das, also, ja. Das ist Kulturgut. Aber wie Manta Manta, auch wenn Til Schweiger scheiße ist. Na, ich weiß ja nicht. Ich schweige ist scheiße. Nein, ich lasse keine Diskussion zu. Ja, das stelle ich nicht in Frage. Ich meine nur, ob man jetzt unbedingt den Film kennen muss. Doch, das ist Kulturgut. Oder Manta Manta ist Kulturgut, da spielt auch Til Schweiger. Also. Das, ne.